Eine weitere spannende Person, die die Branche mit ihrem Vortrag bewegt hat, ist die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler aus Wien. Sie gehört zu den renommiertesten Foodtrend-Forscherinnen überhaupt. Ein Auszug aus ihrem Vortrag möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Was sind denn Trends? Im Food-Bereich hat man den Eindruck, boah, das geht so schnell, es hat sich so rasant entwickelt. Ich selber zähle im Moment über 30 Foodtrends und denke mir, das kann es jetzt nicht sein. Ich muss sie wieder bündeln, ich muss sie sozusagen wieder fokussieren, da verliert man ganz schnell den Überblick. Aber die Komplexität nimmt zu, jeder Trend hat einen Gegentrend. Deswegen ganz wichtig, nicht jede Entwicklung ist ein Trend. Man kann nicht alles, was neu ist, als Trend definieren und nachmachen und damit Geld machen. So funktioniert es nicht. Ein Trend ist in meiner Definition, und ich erlebe diese Definition als sehr hilfreich, ein Trend ist immer eine Antwort auf eine aktuelle Herausforderung, auf eine Sehnsucht. Und wenn Sie mit der Brille auf Entwicklungen schauen, können Sie viel leichter Moden von Trends unterscheiden. Und Sie können es auch verstehen und damit leichter arbeiten. Und wir kommen aus dem alten Paradigma, schneller, billiger, mehr. Das hat uns sozusagen zum spätindustriellen Zeitalter geführt und weil es uns so gut geht, suchen wir im Moment wirklich neue Geschichten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in Mitteleuropa weiterhin mehr Fleisch essen werden. Ich glaube, wir haben Peak Meat erreicht und weltweit haben wir sehr unterschiedliche Tempi. Also immer wenn ich solche Grafiken sehe, fange ich an zum Grübeln und denke mir, ist es wirklich so? Haben wir das nicht schon hinter uns gelassen? Weil es ist keine Freude mehr, einkaufen zu gehen. Wenn Sie so einkaufen, dann geht es nur mehr um den Preis. Ganz schwierig, hier Qualitätsunterschiede zu kommunizieren. Vegan, ein Riesenthema. Ist das unsere Zukunft? Dass wir so tun, als ob, dass wir unser Ernährungsverhalten nicht ändern und alles daraus adoptieren, sind wir dann die besseren Menschen? Ist das die Zukunft? Wie sieht's aus? Werden wir sozusagen unser ganzes Verständnis ändern? In unserem Kulturraum, wo sozusagen auch Bio entstanden ist, ist doch gut immer natürlich. Ja. Ist es das noch? Kommt da vielleicht eine ganz andere Generation nach? Insekten, könnte man lange ausholen, in unserem Kulturraum natürlich eigentlich ein Tabu, wobei die Radfahrer unter ihnen haben schon eine große Menge gegessen, aber im Prinzip, wir sind uns bewusst, dass das natürlich hocheffizient ist. Da sind wir wieder bei der Effizienz, wahnsinnig wenig Futter, wahnsinnig wenig Platz, brauchen ganz kurze Zeit ein riesiges Potenzial. Die mich kennen, wissen, dass ich das Thema ungern auslasse. In vitro, wissen Sie, was in vitro ist? Schon faszinierend. Sie beziehen Muskelzellen aus einem lebenden Rind per Biopsie und züchten diese Muskelzellen in eine Art Petrischale. 3 Monate später sieht es dann ungefähr so aus, wobei das eingefärbt ist mit rotem Rübensaft, weil es in der Petrischale hat ja kein Blut, also das ist der Farbstoff von der roten Rübe. Ja, und so sieht es dann aus, angebraten. Das war der teuerste Biss meines Lebens. Ich glaube, ich werde ihn nicht mehr toppen können. Wir reden im Moment noch über 100.000 Euro für den Biss, nicht für das ganze Patty. Forschung. Haben Sie das verdaut? Sie können Fleisch essen von einem Tier, das noch lebt. Ja. Das heißt, eigentlich braucht man nur mehr einen kleinen Zoo. Also die real digitale Welt, in der wir leben, ist dabei, die ganze Funktionsweise, wie wir uns organisieren, wie wir denken, wie wir an Informationen kommen, auf den Kopf zu stellen, in einem Tempo. Wir sind uns langsam bewusst, dass dem so ist. Nur ich habe den Eindruck, dass dieser Trend aktuell kurzfristig überschätzt wird, aber langfristig unterschätzt. Weil es verändern sich die Machtverhältnisse so nachhaltig, dass wir immer mehr in Netzwerken agieren und denken. Und deswegen begrüße ich sozusagen die Tagung heute auch besonders, weil es ganz wichtig ist, dass man gemeinsam diskutiert, wie man gewissen Themen umgeht, dass man Netzwerke hat, dass man im Netz viel variabler agieren kann.
Wer hätte gedacht, dass das Essen so mächtig wird? Und damit bin ich beim ersten Foodtrend. Ich habe es genannt Infinite Foods. Dass wir rund um die Uhr essen können, das wissen wir. Das haben wir ja schon vor vielen Jahrzehnten gelernt. 24 Stunden am Tag. Nur was jetzt passiert ist, dass das Essen sich vollkommen emanzipiert. Dass das so spannend ist. Das Gefühl, das Essen hat die Mode abgelöst. Das Essen ist ausdrucksreicher als das, was wir anhaben. Man kann durch Essen sehr schön kommunizieren, wer man ist oder wer man nicht ist. Das Spannende ist, dass auch das edle, gute Essen, wo man früher gesagt hat, das geht nicht mobil, langsam mobil wird. Also Essen auf vielen Ebenen ist in Bewegung. Die Frage ist, wie können Sie Ihre Gerichte, Ihre Eigenheiten nützen, um das noch stärker zu thematisieren? Okay, was nehme ich Ihnen mit als zweiten Trend? Vier habe ich, und ich habe Ihnen einen mitgebracht, den wir alle seit Jahrzehnten kennen, wo man denkt, eigentlich sind wir schon durch. Local Food, regionale Produkte. Der hat natürlich damit zu tun, dass die Globalisierung noch immer rasant zunimmt. Ja, dessen sind wir uns bewusst. Und der klassische Gegentrend ist der Fokus auf das Regionale. Aber auch hier, der Trend bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Wenn Sie dieses Thema von Regionalität spielen wollen, dann müssen Sie es weiterentwickeln. Nur zu sagen, Schweizer Fleisch, Schweizer Gemüse ist zu wenig. Ja? Wir müssen hier diese Geschichten neu erzählen. Und vielleicht können wir uns da vereinzelt auch inspirieren lassen von neuen Qualitäten. Und damit komme ich zum dritten Foodtrend, Spiritual Foods. Ich habe den gewählt, weil ich den Eindruck habe, dass sich im Moment dieses Thema ganz stark spürbar wird. Natürlich Kulinarik, Gesundheit, Nachhaltigkeit sind Themen Must-Have. Da könnte man ein anderes Mal länger drüber reden, aber ich glaube, was noch sehr herausfordernd ist, ist diese spirituelle Aufladung. Das kann man festmachen an den Veganern. Ja, wenn die Debatten in diese Richtung gehen, ja, dann heißt das, hier so ein kleiner Religionskrieg passiert. Dass wir wirklich versuchen, im Lebensmittelüberfluss wieder herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube nicht, dass wir alle Veganer werden. Ich glaube nicht, dass es Mainstream wird. Aber hier entstehen ganz neue Geschmackswelten, die sich mit der Gesundheitswelt verbinden. Und hier werden sozusagen ganz neue Produktebenen sichtbar. Und da wird es auch neue Produkthypes geben. Und damit bin ich beim letzten Foodtrend, Soft Health. Ich habe schon gesagt, Gesundheit ist ein Thema, ist ein Megatrend. Wir können die Gesundheit nicht delegieren. Für viele ein Stressor. Wie gehe ich damit um? Man will mit gutem Gewissen genießen und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben nämlich gelernt, dass wir eigentlich nicht verzichten wollen, sondern wir wollen eigentlich Lösungen, auch hier. Soft Health heißt nicht noch mehr potenzielle kritische Inhaltsstoffe weglassen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, Lösungen finden. Und Lösungen heißt, wir haben gelernt zu lesen. Wir wissen, dass mehr Gemüse, Obst, Salat gesund ist. Und wir lesen solche Lösungen. Und deswegen boomen im Moment ganz viele Gerichte, Mahlzeiten, die automatisch als gesund wahrgenommen werden.